Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Ja, in der letzten Folge haben wir einiges gemacht und was vorbereitet auch. Ich habe gerade genau nicht mehr gewusst, was wir letztes Mal gemacht haben. Wir haben hier Bahnhöfe vorbereitet. Und wollen irgendwie schauen, ach genau, das wollten wir gleich noch umstecken, damit wir einfach durchfahren können. Das stecken wir auch hier um. Die Straße braucht doch keiner. Jetzt mal ernsthaft, warte. Was? Ihr habt einen eigenen Straßenanschluss. Lasst es. Achso, genau. Ich wollte umbauen. Da war was. Ich wollte hier umbauen. Dafür wollte ich aber erstmal hier Schienen. Da brauche ich Schiene, 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 Schiene. Schiene, 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 Schiene. Wir haben Oberleitungen. Upgrades sind ready. Und Hochgeschwindigkeit. Wir müssen bald alle Schienen upgraden. Scheiße, das wird lustig. Wann habe ich denn die bekommen? Das könnte lustig werden, Leute. Das könnte jetzt richtig lustig werden, weil ich habe echt keinen Plan, was hier passiert ist. So, wir schließen mal diese Stadt von allem ab. Seit wann habe ich Hochgeschwindigkeitsgleise? Warum habe ich die damit gebaut? Wir müssen alles upgraden. 300 km/h! Lecker! Mm. 300 km/h Schienen. Oh, das ist süß. Süß ist das. Aber hier haben wir auch das Krokodil jetzt. Jetzt hat. Ja. So, jetzt holen wir das Ganze hier schön raus. Das sind die ersten Hochgeschwindigkeitsschienen, die wir dann haben. Und da überlegen wir uns auch was. Das müssen wir mal abreißen, bitte. So. Alles 300? Alles 300. Perfekt. Eine Oberleitungshochgeschwindigkeitsstrecke ist hier entstanden. In der Geschwindigkeit eine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Wo muss ich denn das Ding sitzen? Oh Gott, jetzt muss ich nach da oben wenden. Halleluja. Also im besten fahre ich hier so rum, ne? Dann haben wir erstmal nur das erste Stück fertig hier so. Und dann tauschen wir auch die Züge aus, weil wir haben hier 81 Millionen auf dem Konto liegen. So, das ist no big deal und so. So, die Stadtstraße. Die lasse ich hier jetzt einfach. Ich bin da richtig assi. Ich reiß die jetzt hier einfach ab. Und mach so. Nö, wir machen jetzt hier einen Tunnel rein. Mit Kurve bitte. So. Bisschen weit unten noch bleiben. Und dann kann ich anschließen. So. Damit kommen die jetzt hier raus. Hier kommt eine Landstraße ins Spiel. Und am besten in diesem Fall eine, die oben drüber geht. So. Nee, wir wollen, dass du gerade bleibst, mein Freund. Und dann gehst du, schließt du dich nach unten an. Perfekt. Hey, noch irgendwas abgerissen? Ich glaube nicht. Nö. Perfekt. Sind die alle angeschlossen? Jetzt muss ich das System da hinten anschließen. Alles upgraden. Oh, haben wir vielleicht irgendeinen Zug, der spannend ist für Menschentransport mit neuer Technologie. Du kannst 75 fahren. Du kannst 100 fahren. Die ist, na, nicht so viel. Aber ich werde bald kommen welche. Also bald kommen gleich echt viele elektrische. Du kannst 120 fahren. Also immer noch besser wie das da. Ah, die könnten wir an unsere großen Maschinen anschließen. Okay, dann machen wir den Anschluss mal. Wir reißen hier schnell auch noch ein Stück. Straße ab, so. Ist überhaupt nicht laut oder so, dieses Spiel. Leckio mio. Jedes Mal knallt es mir in die Ohren in diesem Spiel weg. Ich versuche es mal mit dieser einen Schiene, mich da hinten anzuschließen.
fahren erstmal so. Gerade. Perfekt. Hat wahrscheinlich wieder Millionen gekostet, aber scheiß drauf. Wir haben ja die Kohle. Wir hatten das zweite Gleis auf. Da irgendwo, ne? Ich sehe es doch. Hier irgendwo endet es. Perfekt. Alles angeschlossen. Dann kommt hier natürlich dahinter noch die Weiche, die typische. Perfekt. Die müssen jetzt vor jeden Bahnhof auch noch stellen. Zack, angeschlossen. Alter, so viel Neues. Halleluja. So. Und dann ist ja die Strecke da sozusagen schon fertig. Das ist der Wahnsinn. Da sind wir dann durch. Wir haben nicht mal wirklich Geld verbraucht. Das ist das andere Schlimme dran eigentlich, ne? So, jetzt müssen wir eigentlich mit Magic Wand. Bahnhof müssen wir extra upgraden wahrscheinlich. Die ganze Strecke hier upgraden, weil... Das kann man ja nicht mit ansehen, was hier steht. Die ganzen alten Schienen mal upgraden zu neuer Hightech. Alles upgraden. So. Vorsichtig. Erstmal die Hauptstrecke, weil das ist die wichtigste Strecke, die wir haben. Und die muss flüssig laufen, von daher muss die am besten geschützt werden. So, jetzt ist alles geupgradet, außer die Linie hier noch. Dann müssen wir schauen, dass die Bahnhöfe upgraden, weil die sind irgendwie... Will ich upgraden, Bahnhof? Boah, kann man hier irgendwie Upgrade machen oder sowas? Oder muss ich dafür die Gleise jetzt im Bahnhof austauschen? Das wäre ja richtig Schwinderei. Oh Gott, ich sehe schon kommen, das war falsch und alles. Er schließt an, gut. Alles gut, es ist bloß ein momentaner Schienenumbau, alles im Butter hier. Und das muss ich mit jedem Bahnhof machen, ach du Scheiße. Hallo, anderer Bahnhof. Konfigurieren. Warum hat dieser Bahnhof nichts davor sagen können? Ich hätte es eigentlich merken müssen, als ich gesehen habe, dass diese Schienen anders ausschauen. Also der Bahnhof, nicht die Schienen. Yes, geupgradet. Jetzt sollte ich auch noch upgraden. Alter, das ist nervig. Ich hätte gerne so einen Button einfach upgraden. Aber nein, man muss hier jedes einzelne Gleis upgraden. Alles da, nichts passiert. Nächster Bahnhof. Das sind noch die scheiß alten Schienen. Was habt ihr denn alle? Könnt ihr mal eine Elektroschiene hier fahren lassen? Nicht jetzt Auto speichern, wo ich rumdrück. Frechheit. So. Perfekt. Anschluss fertig.
Nächster Bahnhof ist. Jetzt haben wir eh nur noch zwei Personen. Wir müssen nur die Personendinge als erstes mal machen, weil die anderen ändern sich ja jetzt nicht auf die Schnelle, denke ich mal. Hoffe ich mal. Aber die Strecke gibt auf jeden Fall neue Züge. Aber wenn, dann schon tun wir richtig upgraden. Obwohl ich glaube, unsere aktuellen Züge sind sogar noch relativ modern. So, was hast du konfiguriert? Was habe ich mir... Alter, stell dir vor, ich hätte schon voll das Netz ausgebaut und wäre dann erst drauf gekommen. Ich sag's euch, ich hätte mich prompt gekillt. So. Dann müsste ich das hier alles noch... Oh. Okay, da gibt es so ein paar Sachen, die ich von... Was war's? Voxel Tycoon? Voxel Tycoon echt gut finde. Wie diesen automatischen Abstand zwischen den Signalen. Weil die muss ich jetzt alle händisch setzen. Und das ist eine Katastrophe. Schienen, Signale. Ui, ich habe da so einen Signalhaufen auf einmal hier vor meiner Nase liegen. Wir nehmen mal die Originalen. Ich mache jetzt mal ein bisschen größeren Abstand, weil ich hoffe, dass da nicht zu viele Züge auf einen Schlag sind. Zack und zack. Immer kurz mal checken, wie die Schienen ausschauen. Passt von der Fahrtrichtung, gut. Das voll das moderne Viertel jetzt dann hier schon. Nichts sonst, aber sie werden mit den Hightech-Schienen der Neuheit ausgebaut. Ey, lecko mio, die haben's. Die haben es echt gut, du. Die werden ausgestattet, das sag ich dir. Mit Equipment, das hat kein anderer. Nicht mal München. So, Schienen sind fertig. Man sieht den Unterschied von hier und nach hier. Und jetzt halt brauchen wir nur unsere Originallinie 1 hier. Da muss man jetzt hier Raffem hinten löschen. Das letzte war jetzt sozusagen München. Dann geht es von München nach Bottrop. Und von Bottrop geht es dann nach Rodelab. Dann wieder nach Bottrop. Dann nach München. Und von München geht es nochmal nach Raffem. Und dann geht es zurück nach Siegenburg. Ja, ja, ja. Jetzt checken wir noch die ganzen Bahnhöfe, ob da die E2 Gleise verwenden. Wir brauchen uns nur eins. München verwendet jetzt ja auch zwei. Perfekt. Gut, dann würde ich sagen, kann man wieder starten. Wir checken mal, was wir für Züge hier. Das ist ein Transportzug. Wir brauchen einen Personenzug. Wo ist einer unserer Personenzüge gerade? Hier. Habe ich jeder von zwei auf der Schiene auf der Linie fahren? Ich denke, oder? Zwei, genau. Dann würde ich sagen, tun wir dich einfach mal klonen. Dann haben wir davon mehr. Und dann fährt das schon wieder. Und dann sollte das hoffentlich... Ihr jetzt 13 Millionen ausgegeben. Pff, schon ein bisschen Geld mal auf der Straße liegen lassen. So, hier müssen wir dann überlegen, dass wir Raffem auch schön anschließen in Zukunft und schön versorgen. Vielleicht können wir halt echt was machen, dass wir hier sagen, okay, das muss dann... Wo ist denn jetzt hier der Produktions... Hier. Dass wir dazu dann zum Beispiel einen Abzweig machen mit Zügen und dann hier noch einen dementsprechenden Bahnhof stellen. Hier sind viele, die unterwegs sind, aber alle wollen nach Richtung Raffem. München scheint aber auch sehr gut versorgt zu sein. Also das bin ich immer noch der Meinung, Raffem hat hier echt eine gute Anbindung. Die auch gut funktioniert. Hier kommt der nächste Zug. Auch der erste Zug, der jetzt Richtung Bottrop und Rollaben fährt. Bedeutet auch wieder ein First. Fährt der nächste Zug und irgendwo fährt noch ein Zug. Dann fährt noch ein Zug. Wie viel bringst du uns ein? Zeig mal deine Zahlen, Junge. 1,6 Millionen. Aber Leute, ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns an, dass wir die Städte hier auch dementsprechend versorgen können. Ich sehe hier schon zwei Weizenfelder und ein Brot-Lebensmittelfabrik.
Ich würde sagen, wir können hier rein theoretisch sogar vielleicht einen Zug fahren lassen, modern. Wäre auch was. Zweimal fahren, auffüllen und dann läuft die ganze Sache. Von hier aus könnte man dann versorgen anfangen, ne? Also, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ihr alles so einen Daumen nach oben da abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.